Kann man das überhaupt so sagen? Herbe? Ja, doch, klar. Ist wie so eine Zartbitter, ne? So herb, herb im Geschmack. Ich meinte jetzt tatsächlich mehr vom Wort. Herbe habe ich so noch nie ausgesprochen. Ja, definitiv. Also. Wobei das jetzt kurz nach dem Anrauchen erstmal so der erste Eindruck ist, ne? Ja. Also. Cut, cut. Ja, hallo, heute wieder aus dem Wolfarts Hauptquartier, wie gewohnt das alte Team. Und wir wollen euch heute die Oliva V als Maduro-Variante vorstellen. Oliva V ist einer unserer meistverkauften Blends und diesen gibt es eben auch in der Maduro-Variante. Er ist relativ jung dazugekommen, ich glaube vor 3 Jahren. Und da haben wir 2 Formate von. Heute geht es um das Double Robusto-Format. Das liegt preislich bei 9,80 Euro, gibt es in der 10er-Kiste. Erster Eindruck geschmacklich, was sagst du? Also ich bin überrascht über die für mich jetzt gerade subtil wahrgenommene Kraft. Ich finde sie echt noch eine Spur kräftiger als die normale Serie V, die ja auch schon was kräftiger ist. Und die Maduro-Variante für mich setzt noch einen drauf, finde ich, kann man sagen. Nicht unangenehm, wirklich schon, ja, also perfekt für nach einem opulenten Essen. Und der Maduro-Eindruck ist jetzt nicht klassisch diese Maduro-Süße, sondern wir haben wirklich schon beim Anrauchen so eine gewisse Herbe festgestellt, ne? Kann man sagen. Also so eine sehr angenehme Herbe, wie ich finde. Oliva V rauche ich generell sehr gern, wie auch viele andere Menschen in Deutschland. Wie gesagt, einer unserer meistverkauften Zigarren kommt jetzt aufs Format an. Definitiv. Und ich beschreibe die oft gern als ein Espresso. Und so ein bisschen mit Lederaromen, eine gewisse, ja, Süße. Und die würde ich jetzt einfach, zumindest den ersten Zentimeter, würde ich beschreiben als kräftigen, doppelten Espresso. Und die Süße ist bis jetzt noch nicht präsent, zumindest im Vordergrund, eher im Hintergrund. Vielleicht gehst du da ja mit, die normale Serie V, dann der Espresso. Und die Serie V Maduro, dann der Ristretto mit weniger Wasserdurchlaufmenge. Vielleicht kann man das ja so sagen. Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, der einzige Unterschied zur normalen Serie V ist das Deckblatt. Das ist hier in diesem Maduro-Fall ein mexikanischer San Andres-Decker über der ansonsten gewohnten Einlage und dem Umblatt aus Nicaragua. Ansonsten gibt es diese Mischung auch noch als Double Toro. Die liegt dann bei 13,30 Euro. Ja, das sind die beiden meistverkauften Formate aus der klassischen Serie, diese wurden halt ergänzt in der Maduro-Variante, beide in der 10er-Kiste. Wer die klassische Serie kennt und mag, auf jeden Fall mal probieren. Eventuell, so was ich jetzt, so, ich würde sagen, noch mal ein bisschen volleres Bauchgefühl haben vielleicht. Einen schönen, kräftigen Rotwein eventuell dazu, könnte ich mir super passend vorstellen. Absolut. Ich muss jetzt natürlich noch fahren, deswegen bleiben wir hier schön bei Wasser. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich wirklich toll. Auch, dass es die in der 10er-Kiste gibt, würde mich persönlich direkt wieder ansprechen, die in meinem Humidor zu ergänzen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wenn der Mike das gerade anspricht, nehmen wir sie noch mal mit ins Bild. Schön flach. Passt in die meisten Humidore auf jeden Fall noch mit rein. Schöne, kompakte, feste, sehr helle Asche. Vom Deckblatt her kaum ein Unterschied. Vielleicht ein Ticken dunkler als die klassische V. Durch das Maduro und weiß nicht, ob es an meinem oder an unseren Exemplaren jetzt liegt, so ein paar mehr Pünktchen auf dem Blatt. Stimmt, diese im englischen Raum als toothy, toothy wrapper, also wie ein zahniges Deckblatt. Das ist tatsächlich ein Unterschied zur normalen Serie V. Absolut. Ja, so ein bisschen rustikaler. Rustikaler, genau, richtig. Nicht nur optisch, auch von der Aroma, vom Aroma-Eindruck auf mich jetzt am Anfang. Genau, ja. Aber auf jeden Fall rund dabei, was ich sehr, sehr gut finde. Mich würde es definitiv ansprechen. Ich habe die sehr, sehr selten erst geraucht. Wie gesagt, die ist ja relativ neu dazugekommen. Wenn ihr die noch gar nicht kennt, probiert sie mal.
und gebt uns Feedback, wie immer. Wir freuen uns über Kommentare und Likes. Und wenn ihr sie probiert habt oder schon kennt, einfach kommentieren und ja. Genau, da wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei. Und ja, ansonsten vielleicht schauen wir nochmal später rein, oder? Im weiteren Rauchverlauf, was meinst du, Mike? Also von mir aus können wir jetzt Feierabend machen und die Kamera ausschalten und rauchen die in Ruhe. Nö, also ich bin noch für ein Anhängsel zu späterer Stunde vielleicht nochmal. Okay, wir stimmen das gleich nochmal ab. Alles klar, gut. So, also ich komme nicht drüber weg. Ich muss tatsächlich nochmal was dazu sagen. Die anfängliche, ja doch, Kraft im Grunde der Zigarre, der kräftige Antritt, ist auf jeden Fall zurückgegangen. Sie ist noch runder, harmonischer geworden. Ja, hat jetzt so richtig schöne Espresso-Röstung, Kaffeearomen entwickelt. Einfach noch balancierter geworden. Und das wollte ich auf jeden Fall noch benennen und hinterher schieben vor dem Hintergrund, dass ich so einen subtilen, kräftigen Eindruck zum Start hatte. Das gibt sich auf jeden Fall wunderbar, macht super viel Spaß, tolle Zigarre. Wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Probiert sie einmal aus. Bis dahin, ciao. Hi Barbara. Ja, wie der Malte angekündigt hat, wollten wir uns den Raum nehmen. Brauchen wir noch einen Moment. Ja, einfach, nicht viel einfach nur, dass du Bescheid weißt, wollte ich dir einfach mal sagen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Mach's gut. Ciao. Super, danke dir.